Du denkst auch, du bist ein ganz cooler, nur weil du fliegen kannst. Oh, guck mich an, ich bin so stark. Das ist jetzt dein Problem. Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Pelagornis? Der kleine Fischfresser liebt es, im Himmel festzuhängen. Aber spinnt ihr? Das ist kein Einzelfall. Komplett überfordert mit seiner reinen Existenz fliegt er gegen eine imaginäre Alpha-Wand. Das könnt ihr nutzen, um eure Schießkünste zu verbessern. Oder ihr versucht euer Glück beim Zähmen. Das könnte jedoch über tiefen Gewässer problematisch werden. An Land geht das leichter. Es reicht oft ein Schuss mit Betäubungsfallen aus. Aha. Du bist eher der Gefühlsvolle? Mit der bloßen Faust kannst du es auch schaffen. Als kleines Hilfsmittel kann eine Bola Wunder bewirken. Jetzt fliegt er nicht mehr davon. Wenn du ihn erfolgreich betäubt hast, musst du ihn füttern. Dazu benötigst du Fisch. Und am besten sogar Fischfilet. Schon ist dein erster Flugdino gezähmt. Oh. Ab Level 43 kannst du aus 230 Leder, 125 Fasern und 75 Chitin einen Sattel für ihn herstellen. Du kannst dich auf spektakuläre Flugmanöver freuen und mit atemberaubender Geschwindigkeit deinen flugunfähigen Gegnern problemlos entkommen. Zumindest wenn du wenig wiegst, denn wirklich viel tragen kann er nicht. Dafür ist seine Ausdauer am Anfang recht gut und er hat den Vorteil, dass er auch auf Wasser landen kann. Das sieht nicht nur super cool aus, du erholst auf dem Wasser auch Ausdauer und kannst ruhige Momente nutzen, um zu angeln. Der Pelagornis kann von der Wasseroberfläche aus angreifen und hier kommt seine spezielle Fähigkeit zum Einsatz. Er fügt Fischen zehnfachen Schaden zu und beutet sie direkt beim Töten aus. Dieser Schadensbonus zählt jedoch nur für die kleinen Schwimmer. Beim Ausbeuten erhältst du besonders viel Fisch. Außerdem ist er gut im Ernten von organischem Polymer. Beeindruckend. Diese Vögel sind bekannt dafür, großartige Eltern zu sein. Nachdem das Ei auf die Erde gebombt wurde, wird es durch die liebevolle Wärme der Mutter und die Gleichgültigkeit des Vaters ausgebrütet. Schau dir diese niedlichen kleinen Flieger an. Sie wachsen wirklich schnell. Ein kleiner Tipp noch. Beende beim Fliegen nicht das Spiel. Du wirst beim Weiterspielen nicht auf deinem Vogel starten und es geht meistens schlecht aus. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Pelagornis zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier eine Playlist. Du kannst mir auch gerne ein Abo dalassen.